Hallo und herzlich willkommen zurück auf der Hopfach-Hirschfeld Logistik hier. Und das pure Chaos ist hier ausgebrochen. Ja, genau. Das pure Chaos ist hier ausgebrochen. Wir haben ein neues Safegame gestartet. Ihr wisst alle, wir sind in der Testphase von der Hopfach. Und jetzt war es an der Zeit, dass wir ein neues Safegame machen mussten, weil sich einiges verändert hat und weil wir ein paar Performance-Themen hatten. Ihr hört schon im Hintergrund die Leute lachen. Hier sind heute ganz viele heute Abend auf dem Server. Ich stelle jetzt nicht alle vor, aber wir sind schon sehr umfangreich. Ach, wisst ihr was? Ich kann euch einfach den Screen zeigen. Ne? Also hier, dann gehen wir auch immer runter. Komm, Thomas ist da, Heiner ist da, Willi, Detlef, Sebastian, Mike, Dieter, Curtis und Micha. Hallo. Hallo, 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 ja, hallo, mein und Schatz, ich liebe dich. jetzt ist es tatsächlich, jetzt geht es tatsächlich Das darum, hatte ich auch mal so. dass wir hier alles neu hinsetzen müssen, alles neu im Shop einkaufen müssen und. Micha, guck mal kurz hier. Ja. Was? Ich habe kein Guck mal Geld hier auf der mehr. Straße. Stimmt, der Und wir dürfen Sebastian hat heute kein alle Geld mehr. Marios Kreditkarte benutzen. Ihr dürft heute alle mit meiner Kreditkarte einkaufen, ja. Also für die YouTube-Zuschauer, es geht darum, dass wir Status Quo wiederherstellen. Also wir schmeißen jetzt so ein bisschen mit Geld um uns rum, außer Sebastian, der hat Stapler nämlich und keins mehr. Kiosken habe ich. So, wem ist noch ausgegangen? Uns. Rindviecher. Oh. Haben wir noch irgendwas, was ich an den MAN gerade anhängen könnte? Irgendwie Ja, du Anhänger oder könntest sowas? zum. Ja, den IT-Runner, den kleinen, könntest du mitnehmen. Den So. IT-Runner, den kleinen. Mit dem Miststreuer. Ja. Ja, wir haben auch keine Produktion am Laufen. Wir haben jetzt tatsächlich, wir fangen hier mit den Produktionen, mit dem ganzen Shishi, allem Zip und Zap wirklich so von null an. Das ist schon ein bisschen fatal. Wir hatten aber zwei Gabelstapler, ne? Willi, hatten wir noch mehr IT-Sachen? Nee, ne? Entschuldige, dass ich bitte nur einen Gabelstapler und einen Josken hier drauf bekommen Den habe. Ich holen werde mir beim nächsten Mal wir mehr noch Mühe. einen LKW. Das ist hier wirklich Chaos. Wisst ihr was? Wir gehen mal zum Shop. Moment. Den was? Du musst mal Den nur hier gehen. Holz. Da hat jemand den Parkplatz voll geparkt. In Holz? Ja, Aber du könntest gewesen sein. Ihr wollt nicht wissen, was Cortes jetzt gerade gemacht hat. Ihr Ja. da bist jetzt nicht hier und kommt nicht gucken. Kann mich nicht dran erinnern, was haben Was wir damit heißt denn, wir gemacht? sollen nicht gucken? Ich sehe es doch hier Holz schon. weggebracht? Curtis? Ja. Weiß ich nicht, was du da Wieso liegt hattest. denn in dem Miststreuer nichts drin? War der geliehen oder war der gekauft? Was liegt in dem Miststreuer? Ja, eben nichts. Ich guck mal eben. Also kann ich mich nicht daran erinnern. Ich weiß nicht, was du da gekauft hattest. Ich habe das nicht verfolgt. Sehr gut, Mario, dass du was Die gesagt hast. Plattform mit Ne? dem Da Kunden in geht doch der noch was Weide. drauf. Aber der war auch gekauft. Oh nee, ernsthaft. Okay. Also liebe Leute, wir ist tatsächlich so. Wir haben hier dieses Auch Development-Tool mit benutzt, oder draufgenommen, so ein damit wir eben Rindfutter. schneller an das Zeug wieder zurückkommen, damit wir schneller wieder Ja, den ans weißen Spiel kommen. Müllecontainer. Gut. Aber es ist Immer noch meine. natürlich. Es ist ein reines Chaos, ist das hier. Ein reines Chaos. So, Thomas und Heiner, ihr wisst gar nicht, was ihr zu Ja. tun sollt gerade, ne? Guten Abend. Oh, Torben ist da. Oh, Oh Mann, Mann, je. Oh je. Ach, Oh aber je. jetzt müsst ihr sofort alle fertig werden mit Shoppen, weil jetzt geht's los mit die Ponzer. Ihr müsst jetzt Herz machen, alle. Also, Mike, erstmal möchte ich jetzt ja. wissen, was los ist, dass mich vielleicht jemand aufklärt. Also nicht mit Bienchen und Blümchen, das weiß ich. Sicher? Bist du Ja, sicher? na gut, ich habe drei Kinder, also habe ich nicht gut zugehört. Wie immer. Also dann noch mal von vorne. Die Bienen. Mario, ich bräuchte noch mal Geld. Was machst du denn? Sag Für mal, alle? meine Felder kaufen? Echt jetzt? Wie viel Kohle brauchst du denn dafür? Ja, die Preise wurden angezogen. Doch einfach jeden 20 Millionen, Mario. Aus hier. Ja, das Problem ist, dass wir nachher das Geld nicht wegkriegen. Also deswegen müssen wir gucken, dass wir irgendwie. Doch. Ach so. Doch. Ah, doch, Nee. ich kann das ja überweisen und du machst Minus. Du kannst ja Ja. Minusgeld eingeben. Genau. Ach so. Ja, das stimmt, das geht. It's possible, I think. Ja, dann machst du das, dann machst du es doch selber, Detlef. Ich gebe mir jetzt auch 30 Millionen sogar, weil ich keinen Bock auf die ganze Dann Scheiße hier, gib dir doch weißt auch du? Ich will 50 auch. Millionen. Ich will auch. Will auch.
Das ist so gemein. Ja. Nicht rumweinen. Ihr habt doch, ihr kriegt doch genug Kohle, dass ihr alles machen könnt. Man kriegt doch alles wieder, Jungs. Seid doch nicht so. So, ich würde einmal joinen. Das ist natürlich das eine oder andere für uns mehr mit abfallen muss, ist ja klar. Thomas? Da sieht doch gut aus hier. Ich hol dir nochmal eben den IT-Run, den gehen wir nachher zurück. Dann kannst du aber die zwei Fässer hier voll machen und wegfahren. Curtis? Okay. Wir müssten dann nochmal über was. Wir müssten dann nachher nochmal. Ja, oder? Keine Ahnung. Ja. Ich muss jetzt erstmal hier den Heuwender auf dem Miststreuer und so nach Hause. Wer fängt denn an zu erzählen? Die. Was willst du erzählen? Da gibt's nicht viel zu erzählen. Auf die Karte joinen. Du kaufst nur die Hälfte deiner Geräte. Bescheid sagen, wenn du da bist, dann kriegst du Geld und kaufst dir deine Maschinen wieder, die du dir ja natürlich gestern rausgeschrieben hast. Hier, Thomas. Hab ich nicht, weil ich da keine Info drüber habe. Ach, pass auf, Torben, bevor du jetzt das Mädchen auspackst und anfängst rumzuweinen, wir sind live auf YouTube. Ne? Also ich möchte, dass du dein Gesicht wahren kannst. Also frag nochmal wie ein Mann. Und du weißt ja sicherlich noch, was du für einen Fuhrpark hattest. Und ansonsten steht auch im Discord, dass er sich jederzeit mit meinem Server verbinden kann und kann nachgucken, was er gehabt hat. Oh ja, lesende Menschen sind klar im Vorteil. Oh, he's mobbing real. Ja, ganz gewaltig. Naja, gut. Jetzt haben wir uns alle wieder lieb und dann geht das weiter. So, was haben wir denn noch? Achso, Moment, ich kann hier mal eben da reingucken. Ach, wir hatten noch Wände. Ist denn einer vom Matzeshof da? Weil Matze sagt, nämlich, sollte das nämlich auch da klären, was da Sache ist. Der weiß das. Du machst am besten deins und der kann seins dann machen. Ja, aber das Problem ist, das Kieswerk mache ich ja auch mit. Mache erstmal dein Holzkram. Curtis. Danke. Jetzt liegt da richtig einer. Und zwar dann nicht. Toll. Ja, dann würde es. Erstmal die Höfe, bei den Produktionen sind wir noch nicht. Ich habe einen Beifahrer. Habe ich den Ding? Wer kommt da hoch? Wer kommt da hoch? Wer kommt da hoch? Stopp. Wer kommt da hoch? Na ich. Zeig mal langsam. Komm mal rein. Gebe ich dir 2,80 Euro und alles wird gut. Ich hab dich, gesehen. Manager, bitte. Bist schon drin? Ja. Also wenn wir gleich alle fertig sind mit Shoppen, gehe ich nochmal raus und komm nochmal rein. Mal gucken, ob das immer noch so schnell geht. Thomas? Ja? Du kannst den Container noch anhängen, oder? Ja, der da drauf liegt. Ich gleich Lust drauf, ich muss mir eben rückwärts einparken, dann kannst du gleich. Dann das ist alles, gut, wenn man mir das vernünftig halt, dann ist alles gut. Ich muss ja sowieso erstmal gucken, welches jetzt die ganzen Parzellen war. Die sind doch alle teurer geworden, ne? Torben, ich glaube, du hattest einen Ponze und einen EDW, einen halben Stapler. Nein, ich hatte drei Stapler, zwei Ponzes. Mehrere LKWs. Ruhig bleiben. Guck mal, er weiß es doch, was er alles hatte. Ja, natürlich weiß ich das im Kopf. Können wir das nicht erst Mario, machen? Soll ich dir auch schon auffüllen mit Benzin? Ja, ne? Diesel meine ich. Wenn da Shell draufsteht, dann ja. Ja, wo fahre ich denn hin zum Tanken? Es gibt hier mitten im Dorf so eine kleine Tankstelle hinten in so einem Hinterhof. Da kannst du direkt hinfahren. Ja. Aber nur, wenn es eine Shell ist. Mario, Unterstand? Kann ich machen sofort. Heiner, stell ihn einfach da ab. Gehst du den nächsten holen? Ja, Sebastian? Wie hast du deine Container auf die Plattform bekommen? Wir haben noch das Tool drauf, da kannst du dir den starke Dings geben. Also, dieses Easy Development Tool. Ja. Ja. Doch, das hat Curtis auch geschafft. Ja. Okay, gut. Okay, dann hast du es angemacht. Okay. Ja, ich denke mal, ist auch für heute und. So. Curtis, kaufen wir ein IT-Runner-Fass fürs 5 Dings hier? Wir schon? Welches Tool haben wir jetzt drauf? Nein! Was?
Das Easy Development Tool. Hm? Pflanzenschutz. Ja, hatten wir ja auch, da hat der Mario uns ja eins mal gebracht gehabt irgendwie, ne? War das... Aber ich würde gerne ein IT noch an der... Robin? Weißt du? Ja? Hast du jetzt Geld bekommen, Man? Ja, aber der Manager fehlt mir bitte noch. Wozu? Achso, der Farbmanager. Danke. Heiner, weißt du, was du in dem Fass hier drin hast? Ja, Flüssigdünger. Okay, dann das andere Fass natürlich mit Pflanzenschutz, ne? Ja. Ach, Heiner, bist du mit dem Deutz unterwegs? Ja. Würdest du das Fass dann hier mal mit dem LKW weiterfahren? Dann kann ich mit dem Deutz nämlich Schwarttechnik und so ein Kram holen. Ja. Ja, wir können es am Shop aber austauschen. Ich komme zum Shop geflogen, wenn ich den LKW hier aus der Hauseinfahrt rauskriege. So. Oh Scheiße, jetzt zeigt mir kein E an hier. Achso, Willi, wollen wir die Fässer gleich machen oder? Muss auf das, Ding wechseln. Heiner, wo bist du? Bist du nicht gerade zum Shop gefahren? Ja, aber ich bin eigentlich falsch abgebogen. Ach so. Ich wundere mich, dass ich vor dir beim Shop ankomme. Wo hatten wir denn den? Ach so, ja, stimmt, den hatten wir auch noch. Ich glaube, ich kaufe nicht alles ein. Ich glaube, ich lasse ein paar Sachen weg. Wir brauchten ja gar nicht alles. Kann ich mal nur den. Haben ist besser denn nehmen. Das ist aber ja auch eine Wertanlage, Mario. Das hast du auch nicht vergessen. Ja, ich glaube, eine 5000 Euro Wertanlage kann ich verkraften. Soll ich dir den eben aufladen, Heiner, oder? Müsste ich eigentlich hinkriegen. Das ist ja der, da soll der Pflanzenschutz rein, ne? Genau, hier in den Container, ja. Dann nimm den LKW eben. Die Container? Ja, ich fragte eben schon, aber du warst wohl gerade nicht da. Genau, mein Hund hat laut gegeben. Und das jetzt auch mitmachen oder wollen wir das im Nachgang machen, wenn es dahin ein bisschen ruhiger ist? Mir ist das egal. Das wäre jetzt erstmal, wäre jetzt so meine Idee gewesen, dass wir jetzt. Das, was man schnell wegschafft. Dieter? Genau. Ja. Kannst du mal so einen Schritt zurückfahren? Jeder seinen MB-Truck. Ja, denkst du an deinen Frontlader? Ja. Und an deine Schaufel? Ja. Und an deine Rolle? Ach so, jetzt zieht Heiner den gerade weg. Ja. Der stand eigentlich gut, Heiner. Komm aber auch dahin. Kauf mir auch eine. Nimm ich was mit und dann. Ach, der war noch gar nicht Lass ich mein gar nicht attached. Großes Baby hier stehen. Ja, das macht man lieber. So, Heiner, dann lasse ich dir den jetzt hier stehen. Frage, kaufen wir wieder unseren Mega? Ja, alles so, wie es war. Das denke ich auch. Oh. Also auch die Gemeinschaftsgeräte müssen wir auch alle so, wie sie... Ja, ja, okay. Davon. War bloß eine Frage. Weil das war ja mir. Gottes. Ja. Was machst du? Wo bist du? Du hast einen Fahrjäger, das ist ja nicht verkehrt. Echt so ein bisschen chaotisch gerade. Huch, ich habe einen Baum gefunden. Ja, unterwegs liegt noch irgendwo ein... Das ist doch komisch. Lass meine Spritze stehen! Ja, hier, soll ich sie dir hin... Ah, warte, jetzt ist sie stehen geblieben. Die hing einfach in meinem Mähwerk. Mario? Hm?
Wenn ich das Fass belade, ne, dann muss ich doch auf dritte Ebene schalten, ne? Auf dem Fass oben sein, ja. Ja. Und zeig mir hier aber kein R ja, an zu beladen. Du musst N drücken, du musst das Fass einmal öffnen. Ach so. Jetzt funktioniert's. Alles klar. Oh, das dauert aber. Ja, kannst du stehen lassen da eigentlich. Das müsste eigentlich sogar voll laufen. 6000 Liter hatten wir bei der Schaufel, ne? Ja. Das ist diese verstellbare gewesen, ne? Ja, Fliebel 46. So ist es. Ja, jetzt kriege ich aber Mikroruckler. Ja, ich erreiche auch nicht mehr meine Höchstgeschwindigkeit. Doch, der Mega? Verkauften doch mal nochmal. Ja, also, ja, kann sein. Besser? Gut, Torben fährt hier gerade auf ohne Ende. Was mache ich? Torben kauft die Hälfte. Ich habe erst eine Sache oder zwei Sachen gekauft. wie er gleich getriggert wird. Ne? Lass mich raten, bestimmt im Ponzo. Ja. Nein, ich habe einen LKW gekauft. Oh, wer hat denn hier den Sparer hingestellt? Oh, was willst du auf meiner Ladefläche? Was willst du auf meinem Acker, mein Freund? Ich bin immer auf deinem Acker gewesen. Ja, ja. Komm mal nach Hause, du. Oh, jetzt wird's romantisch. So, war dir das jetzt so? Ich glaube, da ist Baumwolle drauf. Ja. Ist hier überall Baumwolle drauf gerade? Das ist alles ziemlich hell. Doch, bei mir ist auch ein Feld mit Baumwolle. Die haben keine. Sag mal, ich bin jetzt unten wieder am Shop. Was für eine Plattform brauchen wir jetzt noch? Nee, ist egal. Fahr jetzt erstmal alles runter, das können wir denn. Ach, ich fall schon. Das Spritfass stand unten in der Scheune, ne? Ja, genau. Nicht vergessen, Deckel zu machen, bevor du dir wegstellst. Ja, bis zu. Sieht eigentlich mein Feldweg aus wie ein Parkplatz hier? Ja. Also jetzt gerade sieht er so aus, würde ich sagen. Von welcher Maschine reden wir? Von deinen. Nee. Die wollte ich gerade sagen, weil meiner kann gar nicht an seinem Feld, der steht da an der Mauer. Ich habe das extra eben kurz an der Seite gestellt, damit ich nicht im Weg stehe. Außer natürlich dem Sebastian. Auch da stehe ich, glaube ich, auf dem Weg zum Hof gerade nicht im Weg. Naja, aber auf meinem Feldweg. Ah ja. Gib ihm 100 Euro und dann ist gut. Ich will mal kurz raus. Sebastian, wie war das? Unbefugtes Betreten, ne? Ja. Ich könnte mal das nennen. Mario, mit den Rahmen hier ist unten stehen lassen oder den Rahmen auch abmachen? Den Laderahmen. Der Rahmen kommt mit weg. Die bleiben mit Rahmen überall dann stehen. Alles klar. Oh, was ist? Okay.
Wieso lachst du so? Also soll ich wieder zum Shop kommen mit dem Dings, mit dem IT-Runner? Ich weiß nicht, ich glaube, Heiner hat das letzte Fass da weggeholt. Ja, T-Runner kannst du. Du wolltest sowieso zurückgeben, ne? Stimmt, ja. Du kannst aber, da liegt noch, ist noch, steht noch eine Autoload-Plattform, die kannst du auf jeden Fall da mal wegholen, ja. Wegholen, ja. Wieso lacht denn der Sebastian so gehässig? Boah, Mike, das war aber nicht schlecht. Weil er mal wieder richtig schön nett ist. Also ich... Du hast Thomas ach, komm. Gesehen. Der Zaunpfosten war ich nicht. Ja, ich hab's nicht gesehen. Nein, nein, ist alles gut. Ich find's geckig. Jetzt komm. Nee. Nicht? Nee. Ich hab seinen Tieflader eingebaut. Zwatschildraum. Okay. Ich find's cool. Gut, dann kaufe ich jetzt und lass das erstmal alles auf dem Platz stehen. So. Genau. Das mach mal. Oh. Da kann ich sich alles auf Seite schiebe. Du, wenn ich es nicht wegbringen kann, tut's mir leid. Jo, jetzt tickt er nicht rum. Torben, entspann dich. Nee. Alles gut. Take it easy. Altes Haus. Genau. Wer war das Truckstop, gell? Aber richtig. Bist du noch mal auf dem Weg zum Shop? Ja. Unsere Schaufel liegt da noch rum. Genau. Sag mal, ihr kennt doch die Funktion, wo man die, für den Feldzustand verändern kann, ne? Von dem Development Tool. Ja. Ja. Kann ich es nicht, aber ja. Das funktioniert mal so quasi gar nicht. Irgendwas ist mit den Feldern tatsächlich in Ordnung. Also ich glaube, spätestens daran kann man das durchaus erkennen. Das würde ich jetzt aber eher auf den Multiplayer schieben. Echt jetzt? Mhm. Weil? Also im Singleplayer funktioniert es einwandfrei. Nee, dass das Tool funktioniert, weiß ich. Das funktioniert im Singleplayer auch. Ich sage aber hier, auch hier auf der, ach, auf der Hauptfach? Ja. Okay. Wobei ich auch ab und zu das Gefühl habe, dass einige Feldgrenzen hier nicht in Ordnung sind. Also den Anhänger kannst du verkaufen. Steht er im Verkaufsbereich. Ja, mach du das doch. Du bist Fahrmanager. Darf ich das auch? Ja. Du darfst das auch. Klar. Bist du jetzt der neue Chef da? Ach Quatsch. Ja, sicherlich. Da freut er sich. auch mal Chef sein. Ja, manche Menschen sind einfach zufrieden zu schnell, Mario, weißt du doch. Ja, das stimmt. Gib ihnen eine Aufgabe, der sie sich nicht gewachsen fühlen, ist doch gut. So. Oha. Wo wollt ihr den Anhänger hinhaben? Unten hin? Zu hoch? So, dann schaue ich nochmal in unsere Einkaufsliste, ne? Oder wollen wir den oben hast bei du der... Hast du die Felder gekauft, Willi? Bitte? Gemüsefarm. Hast du schon die Felder gekauft? Bring ihn mal zur Gemüsefarm. Okay. Das Werk der Säge haben wir auch schon. So, wir hatten noch einen Dolly. Ein Zweiachser. Yes, sir. Och, der Weg ist mal gar nicht da. Oh, oh, oh. Und ich mein Spiel abgeschmiert. Steht mein Händler. Bist du noch da, wegen der Schaufel? Ja. Kriegst du die noch mit, oder? Die Dolly? Die krieg ich mit, ja. Muss ich auch noch mal zum Händler kommen jetzt? Ja, es läppert sich ja noch. Das große Milchfass haben wir noch. Ja, das kannst du ja mit der Dolly mitbringen. Ja. Dann haben wir noch zwei kleine Fässer, glaube ich, oder so. Ne? Oh, ja, ich komm noch mal hin, kein Problem. Eins nach dem anderen hier. Die Fässer waren bei dem Flugzeug, ne? Ja. Yes, sir. Ich würde noch mal synchronisieren. Ja, bitte. Was?
konnte keine Verbindung zum Multiplayer-Spiel hergestellt werden. Oh nein. Passt. Mario, hast du schon Heuwände und Mähwerkzeug und sowas? Heuwände habe ich tatsächlich noch nicht. Ah, warte, ich komme vorbei. Ich kaufe mal den kleinen Steuer, ja? Ja, den kleinen Steuer und den Frontlader. Ja. Welchen hatten wir, den kleinen Heuwender, ne? Ja, nee, wir haben den... Ja, ich hole den Frontlader. Moment. Hast du die Metris? Was ist denn? Den zweiten. Nee, den, ich kann aber den 16.000er, ja, genau. Also den Mähwerk habe ich aber schon. Die stehen schon am... vorne an den Grasfeldern. Achso, den Tigo müssen wir auch noch holen. Heiner, wo bist du gerade? Achso, Heiner war eben weg, hat er gesagt, ne? Nee, ich bin wieder da. Brauchen wir noch was? Auf dem Rückweg von der Reibeisen mit dem Pflanzenschutz. Jo, alles klar. Oh. Muss man noch was kaufen? Und jetzt gerade wüsste ich nicht, ne. Billet? Ja, ich bin da. Bei dem Shiftmaker hattest doch du einen Aufbau LKW, ne? Drauf, aber die normalen Reifen, die Standardreifen, ne? Der LKW mit dem Wasserfass fehlt noch, ne? Ja, genau, das stimmt. Den kannst du gerne kaufen und dann... Ich glaube, ja. Wasserfass drauf. Du weißt nicht, welcher LKW das hier war. Ja, dann mache ich das gleich. Was hast du noch für eine Möglichkeit mit Reifen? Ich weiß das so nicht. Ja, mach mal. Michelin. Ich guck mal eben. Hat irgendwer eine Palette? Straßenreifen quasi. Lenker, und die Böller sind... Roter Ladewagen. Ich kann finden, Alter. Anhänger Ladewagen. Oh, dann könntest du den ja auch eben kaufen. Guck mal, dauert schon länger als eben. Aha. Dann nehme ich den Swandro mit. Oh ja, könnte an den Geräten liegen. Ja, es ging aber noch schnell. Ja, aber ist auch Sebastian, schnell. Ne? Denk dran, ist Sebastian gewesen. And they called him the Bastion. Die kleinen Spritzen haben wir gar nicht mehr gehabt, ne? Nee. Ich glaube, wir hatten Prellebauch, ja. Ich weiß das auch nicht. Na, Heiner, das geht schief. Nein. Da war die Straße zu eng. Was jetzt? Was ist... Achso, hier ist... Oh, Tom, was ist hier? Tom, magst du gleich zu uns kommen? Ein paar Bäumchen? Dann kriegst du ja vorne dran noch die Stubbenfräse mit, ne? Yes, sir. So, ihr seht, liebe Leute, hier ist verkaufen, kaufen, 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 also wie am Aktienmarktplatz. Ne? Kaufen, ja, kaufen, 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 kaufen. Er will rumhupen und dann in den Hufe kommen. Soll ich ihn anschieben? Ja, wenn du mir da mein Rad blockierst, kann ich auch nicht fahren. Ja, wer ist denn in wem mit deiner kleine, mit deiner... Wer What? Kam von links und wer kam von rechts, Kollege Schnüffel? Ja. Ich kann selber kaum noch was hören und ihr seid wahrscheinlich auch völlig konfus. Wir machen es zu Ende für heute. Ich wünsche euch noch alles Gute. Bye, bye. Und ade. Tschüss, YouTube. Tschüss. Jetzt fährt der Willi auch noch meinen es Weg. Es herrsche das Chaos. Also wir sind so gut wie fertig. Ja. Aber nur so gut.